Willkommen zurück bei Männerlords. Ja, ihr habt ja die Probleme in der letzten Folge gesehen. Ich habe jetzt nur noch 81 Gold. Ich hatte die letzten drei Folgen am Stück aufgenommen und damit 3 Tage Zeit gehabt, eine Lösung zu finden. Die Lösung war... Probier's neu. Es gibt keine Lösung. Gut, okay, es ist eine Alpha, ja. Es ist in der Entwicklung oder es ist eine Beta. Wenn sie sagt, es ist ein Pre-Release, Early Access und davon die Beta-Version. Also genau die Sprüche, die ich auch aus Star Citizen kenne. Da kann sowas passieren. Ich bin jetzt mittlerweile sogar schon auf dem Discord von dem Entwickler und habe denen dort den Fehler beschrieben. Tja, und das Einzige, was mir jetzt übrig bleibt zu machen, ist... Ich muss an den Punkt zurückkehren, bevor der Fehler aufgetreten ist. Das heißt, ich muss die Schlacht um Eichenhau nochmal machen. Na gut, also laden wir. Wann war denn das? Folge 5 war das, glaube ich, gewesen. Ja, Folge 5 war die Schlacht gewesen. Das heißt, ich muss Ende Folge 4 laden. Oh. Und ich hatte zwischen Folge 4 und Folge 5, glaube ich, noch ein bisschen marschiert. Damit die Schlacht mit Beginn der Folge... Da sind die Kampfbrüder. Okay, die beiden hier. Das sind die Schuldigen. So. Da. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Klappt mal ein. Da ist meine Miliz. Die marschieren ran. Die marschieren ran. Warte mal, mach mal Pause. Wie viele Leute seid ihr denn hier? Das sind nur die? Armbrust... Ach, das sind nur ein Armbrustschützen. Verdammt. So. Ah, da sind die anderen. Die hat schon wieder sollten Armbrustschützen. Und ich habe nur Bogenschützen. Warum hat der... Warte mal, der hat 30 Armbrustschützen. Ich habe 36 Bogenschützen und 18 davon. Warte mal. Wo? Und da kommt der Rest. Oh. Oh. Freunde. Marschiert ihr mal dahin. Riskiere ich's? Ich riskiere es. So. Ich mache jetzt Folgendes. Warte mal. 60, 100, 150, 155. Oh, das reicht gerade so. So. Warte mal. Ihr seid da. Ihr seid da. Ihr und ihr. Okay. Oh, das reicht von der Zeit her nicht. So, ich muss darauf achten, dass mich die da oben nicht erwischen. Ich versuche nämlich Folgendes. Ich versuche die zu erwischen. Ich versuche die platt zu machen. Die Schlacht hat begonnen. Und wenn das klappt, lauft man ein bisschen schneller.
Also. Stopp. Da. 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 Könnt ihr euch vereinigen? Reicht die Zeit? Da. 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 So. Ich probier's. Der kann nur auf einen schießen. Entweder auf die oder auf die. Und vorwärts. So, was machen die anderen? Okay, ihr seid soweit. Angriff. 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 Okay. Ihr umgeht die jetzt. Zerstört! So. Wie geht's euch hier? Okay. Ihr jetzt sammeln. Eilmarsch. Hoch da. Ich muss mich gleich zurückziehen mit denen. Schießen die? Ich muss das fertig kriegen, bevor die da kommen. Okay. Angriff, Freunde. Und ihr schießt da drauf so lange wie möglich. Was ist mit euch los? Danke. Zieht euch zurück. Wo kommt ihr an? Hier. So, was haben die jetzt? Die haben 18. Die habe ich da. Die haben 36, 36, 36. Da habe ich nur zwei. Und dann haben die nochmal Bogenschützen. Die habe ich da. Und dann habe ich noch einmal Bogenschützen mehr. Oh Mann. Ach, guck mal, wie die sich zur Seite bewegen. Der vereinigt sich aber gleich wieder. Da brauche ich gar nicht drauf hoffen. So. Die marschieren schneller als ich, wa? Stopp mal. Ich muss hier mal schnell umbauen. Halt. Nein, nein, nein. Nein.
Mach mal zu hier. So. Ach so, mittlere Taste, ja. Rechte Taste drehen war ja bei Shadow Gambit. Nee. Ach, muss ich jetzt selber gucken. So, wo kriege ich dann Futter her? Ihr schafft Futter ran. Wir haben April. Ach, richtig. Hier gibt es doch jetzt Futter, wa? Genau, dann geht mal hier bitte eine Familie mehr rein. Danke. So, Spiel pausiert. Was wollte ich? Hatte ich was gemacht während der Schlacht? Was bauten ihr gerade? Eine Familie ist hier. Weizen, Weizen. Gut. Da könnt ihr doch schon pflügen und aussäen. Warte mal. Habt ihr einen Ochsen? Ja. Wir haben einen nicht zugewiesenen und drei zugewiesene. Wo sind die anderen zugewiesen? Hier, wa? So. Ja, dann werde ich die erstmal lassen und mich um die Schlacht kümmern. So, dann drehe ich mich mal wieder richtig. Schlacht im Gange. Ach so, richtig. Neue Söldnerkompanie verfügbar? Ja, kann ich mir nicht leisten. Weil ich die hier in 7 Tagen bezahlen muss. Neue neue Familie. Danke. Ah, jetzt kommt er runter. Jetzt hat er mich bemerkt. Weiteres Familienmitglied? So, Freunde. Macht mal halblang. Also, Bogenschützen. Komm mal hier runter. So. Warte, die dürfen sich nicht vereinigen. So. Shit, shit, shit. Das klappt nicht. Es könnte 376 Silber. Ich mach das. Für einen solchen Preis vermag ich auf meine Ansprüche zu verzichten. Ist ja das, was ich am Ende wollte. Frieden erklärt. Danke. Schließen. 376 Geld. So, jetzt kann ich die nicht mehr angreifen. Das hatten wir ja letztes Mal gehabt. So, warte mal, wo muss ich denn jetzt? Ach, ich muss ja da oben wieder nach Hause. So, greift er mich jetzt an? Nein. 2 Tage. Dann könnte ich die doch wegschicken. Dann bleibt das ganze Geld für mich. Vor allem die Kampfbrüder. Kommt her. Wo seid ihr? Kampfbrüder, da. Tschüss. So. Oder mache ich die alle weg? Ich mache die mal alle weg. So. Und ihr wandert bitte nach Hause. So. Das heißt, der Bug müsste jetzt weg sein. So, dann kann ich mich ja jetzt nicht hier rum kümmern. Also, wir haben wieder April und... Nein. Ach Mann, mach doch mal zu hier.
So, jetzt muss ich wieder in die Steuerung reinkommen. Du pflügst. Kannst du machen. Gebäude ist fertig. Die Schafzucht. Sehr gut. Der Viehhandelspost ist fertig. Ich kaufe dir 7 Schafe. So. Wenn ich das richtig gelesen habe, wenn ich jetzt hier niemanden reinsetze, kommt jemand vorbei und bringt mir die. Und wenn ich hier jemanden reinsetze, latschen die los und holen die. Geht schneller. Ich setze hier jemanden rein. Hier dürfte keiner drin sein. So. Die holen jetzt meine Schafe. Das heißt, zwei Familien, die bauen. Und theoretisch bringt ihr mir. Was macht ihr gerade? Ihr pflügt, ihr wartet, ihr transportiert. Leute, eure Kollegen hungern. Schafft Futter ran. Danke. So. Jägerlager dürfte nichts mehr machen, weil die sind am Limit dran. Also raus da mit euch. So. Für wie lange habe ich Brennholz? Ah, jetzt habe ich für 2 Monate Nahrung. Sehr gut. 6 Monate Brennholz, 21 Bauholz, 33 Bretter. Holzkirche haben wir. Wir haben 11. 12, 13, 14, 15. Dann erweitern wir hier mal den Wohnraum. Gut. Warte mal. Ich bräuchte noch einen Ochsen. Kleiner Stall. Stallfläche 3 von 5. Ich baue einen neuen. Logistik, Anbindebalken. Jetzt muss ich den ganzen Zirkus nochmal machen, aber wenigstens bugfrei. Das heißt, das Geld, wenn es da weggeht, gebe ich es aus. Wo ist meine Miliz jetzt? Die müsste schon längst mein Gebiet erreicht haben, oder? Immer noch nicht. Gut. Die werde ich als erstes aufstocken auf 10. Auf 10. Dann können die sich nämlich zusammen mit einer kleinen Söldnereinheit um Brigantencamps kümmern. Dann kann ich nämlich den Ruf einsacken, den sonst immer die kriegen, indem ich die selber. Da kommen ja aber bloß 18 Leute raus. Das heißt, wenn ich eine kleine Söldnereinheit nehme, die ich mir leisten kann, sollte es ja funktionieren. Mal gucken, was wir im Angebot haben. Ah, die kosten alle 90. 9, 18, 27, 36, 45. Das heißt, es würde knapp 5 Monate reichen. So lange will ich sie nicht bezahlen. Ich warte mal, bis Kleine kommen. So, ihr geht bitte nach Hause. Danke. Ich weiß, was ich brauche. Nicht die Miliz. 8 von 36. Ach so, die hat keine Waffen, fehlende Ausrüstung. Ich brauche ein Herrenhaus. Da sollte ich früher bauen. Stallfläche 3 von 6. Weißt du was? Ich ordere jetzt schon den Ochsen. So. Dann mache ich jetzt schon
Den hier. Wunderbar. Weizen. Ich brauche jetzt jede Menge Weizen, damit die Bäckerei eine ganze Weile beschäftigt ist. Damit ich keine Hungersnot habe. So. Kostet mich ein Holz. Macht mal. Dann können wir nämlich mehr Ochsen beschäftigen. So. Gebäude ist fertig, Anbindebalken. Alles klar. Baut das Ding gleich mal größer. So, ihr macht Gemüse. Ihr, also bis auf du hier, du sollst später Äpfel machen. Oder Felder. Stimmt, dich mache ich Felder, dann spare ich mir die Streuobstwiese. Und sobald die hier fertig sind, bekommt ihr Ziegen. Genau. Und nochmal Ziegenstall. Deswegen, eigentlich sind die fast groß genug für Gemüse, aber ich lasse das mal. Man will es ja nicht übertreiben. So. Hier ist einer drinne. Hier ist keiner drinne. Vierzehn. Moment, ich habe doch wieder 14, nur 13 Häuser. Leute, ich glaube, ihr müsst mal bauen. So, weißt du was? Baut mal ein bisschen schneller. Macht mal hopp hopp. So. Das hier sind meine einzelnen. Was fehlt euch? Bekleidung. Dafür braucht ihr Leder. Warte mal. Ich habe 76 Leder. Ach ja, das war ja der Punkt. Mein großes Lagerhaus braucht einen Arbeiter, der einen zusätzlichen Stand aufmacht. Die Hofstätte, die fertig ist. Was, das Bauernhaus ist noch im Bau? Oh. Ah ja. Jetzt muss ich hier eine Ziege ordern. Und der dritte bekommt Ziege. Gut. So. Ich habe vier Ochsen, zwei nicht zugewiesen. Da ist schon einer dazugekommen. Und ein Schaf ist angekommen. Perfekt. Vier von sieben Stellfläche. Das heißt, sobald ich die Möglichkeit habe, ordere ich die nächsten Ochsen. So. Was macht ihr? Du säst, du führst einen Ochsen, du transportierst. Gut. Die nächste Familie, die frei wird, geht hier ins Bauernhaus. Ist das ein neuer Ochse? Vier zu zwei. Ochse, geht irgendwo hin. Entschuldigung, bitte, du gehst nicht irgendwo hin. Wartet, Knecht unterwegs. Das ist gut. Du wartest. Ist das jetzt der gelieferte Ochse? Das heißt, hier oben ist wieder frei? Nein. So.
Jetzt muss ich mal kurz gucken. Brennstoff. Brennstoff fehlt da oben. Nahrungsvielfalt. Warte mal. Komm mal zur Seite. Nahrungsvielfalt. Und Bekleidung. Kommt nur da an. Ich will aber die da unten. Okay. Ja, da muss ich hier noch jemanden reinschmeißen. Aber ich habe keinen. Ich habe 3 Monate Nahrung. Gerberei. Ich habe 0 heute. Komm raus hier. Die Jäger haben doch auch Feierabend. Da kannst du doch auch raus. So. Und jetzt kannst du. Nein, warte. Ich schicke dich hier rein, damit du hier beim Pflügen helfen kannst. 4 zu 2. Weißt du was? Ihr kriegt einfach noch einen Ochsen. Bitte schön. So, klick. Viel Spaß. Ich möchte jetzt gerne 2 Ochsen hier pflügen sehen. Und danach könnt ihr aussehen. So. Gebäude ist fertig, eine Hofstätte. Das sind die hier. Genau, das ist das Große. Der macht noch Gemüse. Und du machst eine Ziege. Kaufst du dir mal. Die können auf Stufe 2. Wichtig ist. Ah, Stufe 2, ja! Zack. Und du auch noch. Danke. So. Wie waren das? Schmiede? Tischlerei, Bäckerei. Die werde ich aber erst einen Job geben, wenn es soweit ist, weil das war damals mein Fehler, dass ich zum Beispiel noch kein Eisen gefördert hatte. Und deshalb saßen die Schmiede rum und haben Däumchen gedreht. Haben gelacht, dass sie hier ein gutes Leben haben, ohne arbeiten zu müssen. Zweihundertfünfundzwanzig. 106. Dann baue ich doch zuerst das hier. Hallo? Dann baue ich doch zuerst das. Als erstes baue ich mal den Weg hier fertig. Danke. So. Ich habe 2 Familien, die bauen. Das heißt, ich warte noch ein bisschen. Ach, ich habe hier noch das Flachsfeld. Machst denn du da auf dem Flachs? Du pflügst jetzt aber nicht den Flachs unter, oder was? Ach, du gehst zum Pflügen. Gut. So, 3 Monate Nahrung, das dürften jetzt die Beeren sein, die ankommen. Wunderbar. So, 15 zu 17. Ich gebe hier noch Häusern Auftrag, bevor ich die Eisenschmiede mache. Warum nicht? Was gefällt dir daran nicht? Warum kann ich das so schief bauen?
so geht's. Hä? Hä? Es sind nur zwei. Ach, kommt Leute. So geht's. Dreier. Ja, dann ist es hier schief. Das muss ich dann mit dem hier wieder ausgleichen. Aber egal, die können alle einen Anbau machen. So. Gut. 17 plus 3. Heißt es nicht eigentlich 17 und 4? Die bauen sie zuerst. 5 Bauholz, 30 Bretter. Ich würde sagen, wir sammeln mal wieder ein bisschen Bauholz. Du wartest mal bitte ein bisschen, machst mal Feierabend. Jetzt haben wir 4 Leute, die bauen. Dann dürfte das ja ziemlich schnell gehen. So. Ihr schafft mir jetzt die Schafe ran. Ach, du holst dir einen Korb, okay. Da ist ein Schaf. Das Schaf Barbara, darf ich vorstellen? Schaf Barbara. Oh, schade, ich dachte, ich könnte jetzt hier in die Weide reingehen. Ich möchte Schaf Barbara begrüßen. Na gut, müssen wir es so machen. Also hier, mein erstes Schaf, Barbara. Gut. Da kriege ich dann so langsam irgendwann Wolle her. Wichtig. Ich sollte den besetzen. Und du fängst an hier. Bäume zu pflanzen. Und du mögest mal bitte hier die Fichten lichten. So. Ja klar, macht mal, macht mal. Statt ihr wartet, bis der Ochse fertig ist. So, wer macht denn das hier? Wer ist denn das hier? Dorothea, ein Förster. Und Erhard. Da ist Erhard. Und der Förster... Ach so, Dorothea, ja, die habe ich ja gerade erst zum Förster ernannt. Die waren ja vorher Bautrupp. Moment, ein Bautrupp pflügt? Die Dorothea war ja nicht zugewiesen, als angefangen hat zu pflügen mit dem Ochsen. Ich dachte, die machen das hier. Dass sie jetzt darüber geht und Forst macht als Försterin und dass einer von denen, die händisch pflügen, sich um den Ochsen kümmert. Weil dafür wohnen die, sind die ja jetzt hier dem Bauernhaus zugeteilt. Das ist doch unsinnig, dass sie jetzt hier ist, obwohl sie eigentlich hier hinten Bäume pflanzen sollte. So. Gut. 0. Hier sind jetzt 3 drin und hier sind jetzt noch 2. Das heißt, da muss bald ein dritter rein. Mach
das jetzt schon oder später? Wie viel habt ihr noch zu ernten? Nahrung kommt da hinten nur einmal an, ansonsten reicht es eigentlich. Kleidung. Ah ja, denen fehlt was und Brennstoff fehlt da. Aber Brennstoff müsste ich ja eher im Lagerhaus einen zusätzlichen Shop aufmachen. Wie viel Brennstoff haben wir noch? 4 Monate. Ich denke mal, ich setze lieber jemanden in die Brennholzhütte rein. Der noch ein bisschen Vorrat herstellt. Ja. Also mein Plan sieht jetzt so aus, dass ich hoffe, ich werde nicht wieder ausgeraubt. Dass ich hier pflüge, dass das schon alles fertig ist zur Erntezeit. Und dass ich, sobald ich Kapazitäten frei habe, anfange hier das Eisen zu machen. Zuerst werde ich hier wohl einen Tischler bauen. Sobald ich genug Eisen habe, der Rennofen kommt hier oben hin. Dass sie das Zeug gar nicht erst wegbringen. Oder ich baue hier hinten irgendwann noch einen zweiten Speicher. Um die Wege zu verkürzen. Ich könnte hier einen Weg ziehen. Bis hier. Den teilen und dann hier noch 2 Felder anlegen. Aber das wird, glaube ich, bei der momentanen Bevölkerungsgröße zu viel. Ich werde Häuser bauen. Warte mal. Wie groß sind die Häuser, wenn ich die jetzt hier baue? So. Mit kleinem Hinterhof. Mehr Gemüse brauche ich ja nicht. Und wenn, mache ich hier hinten ein Haus quer. Das reicht. Dann setze ich nämlich hier den Weg parallel bis hier. So. Genau. Und dann kann ich hier nämlich später Häuser bauen. Und werde in die Richtung hier expandieren und dann hier einen zweiten Förster hinstellen. Aber ich lasse die erstmal hier bauen. Ja. Ein halber Neuanfang. Die sind gleich fertig. Ich würde sagen, ich danke fürs Zuschauen. Danke für Ihre Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later.